Mann, warum hängen die denn immer quer, die Scheißreifen? Ja, ja, genau so. Jetzt rausziehen. Ja, ja, ja. Nein! Nein! Das ist nicht euer Ernst! Das kann ja nicht wahr sein! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep in meinem Strandurlaubstagebuch. Meine lieben Freunde, ihr seid live dabei bei meinem Videotagebuch im Strandurlaub auf einer einsamen Insel. Ich habe herausgefunden, dass ich mit brennenden Reifen was ganz Tolles machen kann. Nein, nicht mit brennenden Reifen, ja, wir sind hier nicht in der Rigaer Straße oder so. Alles gut. Ich werde die Reifen nicht anzünden, ich werde daraus nützliche Dinge bauen, nämlich ein Floß werde ich daraus bauen. Ich habe aber nur einen Reifen jetzt, ich brauche dazu noch ein paar mehr Reifen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir in Stranded Deep dieses lustige Urlaubstagebuch führen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut gerne in die Playlist rein. Da gibt es noch viele andere schöne Anwendungsmöglichkeiten für diverseste Dinge. So quasi so eine kleine Anleitung hier. Guck mal, meine Kartoffeln sind gewachsen. Kann ich die ernten jetzt? Guck mal, jetzt kann ich die jetzt nochmal einpflanzen? Nee, das ist ein Beet pro Pflanze, wa? Aber jetzt habe ich Kartoffeln. Warte mal, die stecke ich mir mal hier rein. Würde ich sagen. Geht nicht. Eine Nahrungsportion, eine Kartoffel, kann verwendet werden, um Kartoffeln in ein Farmgebiet. Soll ich mir mal noch eine zweite Dings? Komm, wir machen noch eine zweite, warte. Kann ich die Kartoffel mal kurz hinlegen hier? Nicht weglaufen, Kartoffel. Bitte da bleiben. Bitte da, wo ich dich sehen kann. So, warte. Hier, so. Ich habe ja noch eine Planke. Und ich habe bestimmt in einem von den Kisten auch noch Planken. Plankenese hier ist hier nämlich, meine lieben Freunde. Das ist übrigens das Let's Play der schlechten Wortwitze. Also haltet euch fest. Es wird gruselig. Warte. Ich brauche eine Schnur noch, ne? Irgendwie, irgendwas brauchte ich, glaube ich, noch. Nee, ich brauche diese Hacke, die als Werkzeug bräuchte ich. Moment. Wo habe ich die hingetan? Ist das hier die Hacke? Hacke, grob, ja genau. So, warte. Hier, das will ich haben, genau. Nein, geh mal hier hin. Hier haben wir doch das Zeug, genau. Wenn ich jetzt drücke. Ha! Pflanzbeet, genau. Na toll, weil da jetzt die Planken liegen, kann ich sie nicht hier bauen. Okay, warte, dann mach's hier hin. Ja, nicht in die anderen Pflanzen, warte. Ich mach's hier hin. So. Nice. So, jetzt nehme ich mir die Kartoffel. Wo ist sie hier? Dann haben wir nämlich gleich zwei. Und irgendwann brauche ich dann gar nichts mehr jagen, weil ich mich dann vegetarisch vegan ernähren kann. Ja, grün. Grün und vegan kann ich mich dann ernähren. Nicht schlecht. Hier, zurzel mal hier das Wasser raus. Was? Kannst nicht mehr Wasser halten. Kann nicht mehr Wasser halten. Das ist genau die Beschreibung, die hier am Start ist, wenn ich mal wieder eine Pinkelpause mache. Nicht schlecht. Das sage ich mir dann auch immer. Kann nicht mehr Wasser halten, liebe Zuschauer. Hm, schön reinpinkeln, genau. Kann ich da nicht auch einfach meinen Urin benutzen? Das wäre doch eigentlich viel effektiver. Hat doch der Mark Watney am Ende auch gemacht. Nice, guck mal. Das ist übrigens eine Fehlinformation gewesen mit dem Gammelfleisch, dass das Dünger wäre. Also es kann sein, vielleicht, wenn man das irgendwie noch verarbeitet, dass man dann daraus Dünger bekommt. Aber irgendwie aktuell ist es irgendwie nicht so richtig gerade. Genau, so, jetzt schauen wir mal nochmal nach. Ich brauche nochmal ein paar Fasern hier. Ich habe ja hier noch welche, genau. Denn ich muss ja hier noch nachlegen jetzt, damit hier wieder Wasser kommt. Ich habe mir einen zweiten Wasserdestillator beim letzten Mal auch noch gemacht. Aus Gründen, damit wir halt genug Wasser kriegen für mich selbst und die Pflanzen natürlich. Weil ich muss jetzt ja nicht nur mich selbst mit Wasser versorgen, sondern die Pflanzen ja auch. Und irgendwann wird das halt ganz schön viel. Warte mal, hier haben wir ja, hier. Yucca. Yucca gibt ganz viele von den Fasern, nicht wahr? Und damit habe ich eine nicht enden wollende Wasserquelle. Wenn ich das jetzt hier nehme insbesondere und da wieder reinstopfe, nicht wahr? Genau, und hier jetzt auch noch rein. Da muss ich die Palmwedel auch nicht benutzen dafür. Guck. Nice, und den Rest, der ja über ist, den kann ich hier hinlegen. Hervorragend. So, da haben wir das schon mal erledigt. Nochmal trinken schnell. Hier geht's ja nicht. Stimmt, der Distille ist... Ja. Ich muss es hier machen. Wie sieht's aus? Oh, Alter, ich bin schon wie so ein Hähnchen. Bin ich schon gegrillt. Ey, heftig. Ich muss in mein Haus rein. Ich muss mich schnell in den Schatten begeben. Die Sonne knallt wie unerbarmungslos. Ach du Scheiße, ich bin richtig gebrannt hier. Guckt euch das mal an. Aber noch habe ich keinen offiziellen Sonnenbrand. Das ist nur so ein... Das ist noch nicht Hautkrebsniveau, ja?
Ich sehe zwar aus wie ein Krebs, aber ich habe noch keinen. Gott sei Dank. Was nicht ist, kann noch werden durchaus, ja. Deswegen immer schön in den Schatten gehen, wenn wir zu viel Sonne sehen. Sonst kriege ich nämlich einen Stich. Den ich ja eigentlich schon habe, wenn man mir mal so ein bisschen zuhört. Wenn man mir noch 5 Minuten zuhört, wird man sehr schnell feststellen, dass ich schon längst einen habe. Ich muss mir was zu essen machen irgendwie. Ich muss mir noch mal irgendwie hier Fische organisieren, warte. Haben wir noch Gedönsi? Schmeiß mal hier die Dings weg. Ich hol mir jetzt noch eine Sabine. Denn wir müssen noch ein paar von diesen Reifen auch noch besorgen, warte. Sabine, so. Her mit der Sabine. Oh, guck mal, was war da? Dann haben wir noch eine Krabbe. Nicht schlecht. So, hier, jetzt muss ich wieder mein Holz reiben. Moment. Oh Gott, da ist ja kaum noch was drin. Warte mal, wir müssen mal was nachlegen hier. Da geht ja kaum noch was. Weil ich das zu lange hab brennen lassen hier. Genau, schön rein und dann das Holz reiben. Oh ja. Oh ja. Ja, schneller. Schneller. Ja. Ha. So, warte, gib mir die Sabine. Sabine Häuten, genau. Her damit. Nimm sie, genau. Uah, groß, genau. Schön groß. So, jetzt müssen wir warten. Ich stelle mich mal in den Schatten so lange. Ah, guck mal, mein Sonnenschutz ist wieder am Start. Ich trinke mal noch schnell was. Ich bin immer noch sehr am Dursten. Ich trinke jetzt hier aus. Schön austrinken. Bevor man nämlich verhungert, verdurstet man nämlich meistens eher, habe ich gehört. Wie hast du das mit der Vergiftung gemacht? Also die Vergiftung, da brauche ich diese komische Pipi-Pflanze. Die heißt wirklich so. Die wächst da hinten übrigens am Strand. So. Das ist eine kleine, das ist so eine Blätteransammlung am Strandboden, am Sand. Und da ist in der Mitte so eine Pflanze, die kann man ernten. Und dann muss man die sich in eine Flasche stecken. Ich weiß, wie das klingt, aber so ist das. Und dann muss man die Flasche mit der Dings, muss man dann schlucken. Und dann hat man sich geheilt, tatsächlich. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so funktioniert, aber es ist so. Genau, so jetzt müssen wir noch kurz warten, bis das Essen fertig ist, damit ich das schnell essen kann. Und dann gehen wir nochmal ins Boot rein und holen noch den Reifen raus. Die Sonne geht nämlich schon wieder unter. Ich habe nämlich Angst, dass jetzt hier die Sabine verbrennt. Wie sieht es eigentlich mit meinem Skill jetzt aus? Oder beziehungsweise, warte mal, wir können ja mal in der Zeit mal schnell gucken. Wenn wir jetzt hier Transportmittel, genau. Wenn wir jetzt hier Floßfundamente machen wollen. Genau, wir brauchen pro Fundament 2 Reifen und eine Schnur. Alles klar. Beim Fass, guck mal, beim Fass braucht man viel mehr. Beim Fassfloß. Da braucht man 3 Fässer. Die sicherlich... Ah, sehr gut. Kochen habe ich gelevelt. Alter, habe ich mich erschrocken gerade. Beim Fass brauche ich ja auch 3 Fässer. Ich glaube, Fässer sind auch gar nicht so einfach zu transportieren, kann das sein. Einfach Pipi in die Flasche machen. Genau, und dann ist man... Dann ist man nicht mehr, da kann man sich vor Vergiftung heilen, genau. So läuft das. Mann, dieses... Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man schneller braten kann. Leg dich in die Sonne ohne Sonnenschutz wahrscheinlich. Ohne Witz, die Sonne brät mich schneller als mein Feuer das Fleisch. Finde den Fehler. Da kann doch irgendwas nicht ganz stimmen. Ich werde von der Sonne schneller gegrillt, als ich mein Fleisch am Feuer grille. Da stand gekocht. Nee, das muss Ping machen. Naja gut, da steht gekocht. Ja, das stimmt schon. Aber eigentlich hat es nicht Ping gemacht. Auf eure Verantwortung. Okay, kein Plan, warum das jetzt schon durch war. Keine Ahnung. Scheint ja noch gut gewesen zu sein. So, dann gehen wir jetzt nochmal schnell rein, solange noch hell ist. Ich will noch die Reifen rausholen jetzt. Wenn die Polizei kommt, muss ich doch meine Barrikaden anzünden rechtzeitig. Das muss ich noch machen, bevor die Sonne untergeht. Sonst wird es schwierig. Sonst habe ich einen taktischen Nachteil. So, warte. Oh nein, jetzt wird es auch noch direkt dunkel. Hervorragend. Schnell, hier sind doch bestimmt noch Reifen hier. Oh Gott, man sieht gar nichts, Alter. Man sieht gar nichts. Abfallreifen, komm raus. Du Lümmel. Schieben, 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 schieben. Vielleicht kriege ich ihn direkt raus. Scheiße, nee. Komm. Verhedder dich doch da nicht, du blöder Reifen. Nein, nicht querstellen. Muss dich hochstellen. Scheiße. Er hat sich verkeilt.
Pass auf, jetzt komme ich nicht raus. Das wäre lustig. Er hat sich da verkeilt. Scheiße. Oh Gott. Ich sehe überhaupt nichts gerade, ey. Ich sehe gar nichts. Warte mal, kann ich mit Lampe eigentlich tauchen? Das habe ich noch gar nicht probiert. Bestimmt kann ich mit einer Lampe darunter. Wenn ich die einfach in die Hand nehme beim Tauchen. Das geht doch bestimmt. Oder ich lasse den da kurz stecken und schlaf einfach kurz. Das geht ja auch. Ich leg mich kurz hin. Kurz schlafen. Und dann ist es doch hell und dann kann ich das alles machen. Ist blöd, wenn man das nachts macht irgendwie. Ich muss etwas zu essen finden. Ich fühle mich so schwach. Ach, lüg doch nicht dreckig in die Runde. Okay, warte. Ich muss kurz mir eine Ration suchen, warte. Ich habe hier noch Rationen. Ich nehme mir schnell eine Ration. Es geht schneller. Ration. Das ist die Ultima Ratio. Guck mal, es hat sogar mein Wasser nochmal ordentlich aufgefüllt. Warum verliere ich eigentlich permanent Leben? Guckt euch das mal an. Kriege ich auch mein Leben irgendwie mal wieder zurück? Ich will mein Leben zurück. Verdammt nochmal. Okay, warte, ganz kurz. Kann ich mir ein Heilzeug irgendwie machen? Nicht furzen. Sollst nicht furzen, sollst da reingucken. Verbrauchsgegenstände. Aloa-Salbe. Guck mal, das geht doch bestimmt. Das heilt doch bestimmt. Bestimmt. Garze. Atmungsboost. Wasserflasche. Und Haiabwehrmittel. Ah, da brauche ich den Giftfisch. Okay, wir müssen mal hier die Aloa-Salbe machen. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass mich das heilen könnte. Wir haben ja auch Aloa-Pflanzen hier tatsächlich. Wir haben mehrere. Gib mir mal das Messer. Hier, guck mal, hier ist eine zum Beispiel. Ich probiere das jetzt. Ich habe ja eine Flasche, ja? Guck. Aloa-Salbe wurde in deinen Sack gepackt. Dann nimm die mal. Just what I need. Kokosflasche wurde in deinen Rucksack gepackt. Und? Just what I need, hat er gesagt. Ja und? Habe ich jetzt geheilt oder nicht? Da steht halt nicht dabei, wofür ich das brauche. Ah, Aloa ist Sonnencreme. Guckt mal, ich bin jetzt vor der Sonne geschützt. Ah, das ist ja geil. Das wusste ich noch gar nicht, aber das ist cool. Das ist quasi so ein Buff jetzt. Also ich bin jetzt gebufft und ich habe jetzt... Das ist, wenn ich jetzt mich bräunen will, dann muss ich das vorher machen. Da werde ich schön gleichmäßig braun und werde nicht zum Krebs. Also wortwörtlich nicht. Das ist ja geil, das ist ja cool. Wenn ich jetzt schwimme, dann spüle ich sie wieder ab wahrscheinlich. Oder ist die wasserfest? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach ins Wasser und probiere es aus. Nee, ihr habt den Effekt noch. Sehr gut. Aber wie kann ich mich denn heilen? Heile ich mich automatisch über die Zeit oder wie genau funktioniert das denn eigentlich? Irgendwie muss ich mich ja auch heilen können. Dein Leben regeneriert sich, wenn du mit Essen und Trinken voll bist. Na toll, also nie. Weil ich nie mit Essen und Trinken voll bin, gefühlt. Okay, hinein. Bevor die Haie aufstehen. Bevor die wach werden. Zieh mal den Reifen daraus. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Der hat sich da komplett verkeilt. Dann kriege ich doch die anderen Reifen da auch nicht raus. Nur weil er sich schräg gestellt hat. Müssen diese blöden Reifen sich eigentlich immer querstellen? Das kann doch nicht sein. Ich kann ihn halt auch nicht schieben, das ist das Blöde. Aber da jetzt. Ja. Ja, brav. Braver Reifen. Oh, scheiße, ich bin gleich tot. Atmen. Du willst es auch. Habe ich noch den Effekt? Ja. Mal gucken, ob ich es jemals schaffen werde, diesen Reifen rauszufrickeln. Da gab es noch Bandage und Gase. Ja, Bandage ist, um Blutung zu stoppen. Das weiß ich. Das ist aber nicht zum Heilen, glaube ich. Und Gase weiß ich gar nicht, was das macht. Oder Gaze. Eigentlich ja Gaze, ne? Würde ich sagen. Freunde, ich glaube, ich krieg diesen Reifen hier nicht mehr raus. Der hängt da, glaube ich, fest. Ich hole mir einen neuen Reifen. Da waren ja noch welche unten. Ich hole mir noch einen. Der hängt dann da auch fest. Pass auf. Hier ist ja noch einer. Guck mal. Nice. Nein. Nein! Hahaha! Das wär's jetzt. Der auch festhängt da an der Scheiße. Los, geh mal aus dem Wasser schnell. Muss mal kurz atmen. Wehe. Wenn ich auf das Ende sehe. Hä? Geh da weg. So, und jetzt hochkant.
Mann, warum hängen die denn immer quer, die Scheißreifen? Ja, ja, genau so. Jetzt rausziehen. Ja, ja, ja. Nein! Nein! Das ist nicht euer Ernst! Das kann ja nicht wahr sein, verdammte Scheiße, noch eins. Das ist doch Kackveräppelung. Guck doch, das kann doch nicht sein! Kann ich die irgendwie schubsen oder so? Ich drücke jetzt einfach auf irgendwelche Knöpfe. Ja, irgendwas passiert. Nein, Scheiße passiert. Jetzt. Jetzt zurückziehen, komm. Ja, ja, ja. Komm schon. Nein. Ach Gott, dammit, noch eins. Das ist wie wenn du versuchst, ein eckiges Schwein durch ein rundes Loch zu kriegen, ey. Ja, jetzt. Mein Gummi passt nicht durch. Das passt nicht mehr mit ins Loch, verdammt. Es ist schon zu viel, wenn ich da drin bin. Gibt's keinen anderen Weg. That's what she said. Ach, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Ich bin verstopft. So eine Scheiße, Mann. Es muss doch irgendein größeres Loch noch geben hier irgendwo. Ich schieb das jetzt durch die Tür hier durch. Nein, das geht auch nicht. Doch, komm, das geht. Ich weiß es. Kann man die Tür hier nicht wegmachen? Warte mal. Stirb! Ja! Sauber, warte. Oh Gott, ich ersticke gleich. Warte, ich muss erst mal atmen. Ich glaube, das ist hier... Hier sind die Chancen größer, dass wir das hier durchkriegen irgendwie. Ja, ich habe überlebt. Nice. Ich meine, ich brauche... Oh, Kacke, was ist das? Das ist bestimmt nicht gut, oder? Ein Aal oder so? Was ist das? Warum ist der da plötzlich? Habe ich den da befreit gerade, als ich die Tür aufgemacht habe? Warte mal, ich nehme... Habe ich den Speer dabei? Das ist bestimmt nicht so... Moräne? Ist es Seeschlange? Ja, was denn nun? Moräne, Seeschlange, was denn nun? Das sieht mir ein bisschen giftig aus, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das dieses kleine Mistvieh, was mich mal vergiftet hat. Warte mal, ich hole mir lieber mal schnell den Speer noch. Das ist der Reifenbesitzer, ja. Der Hausbesitzer ist das, der seinen Reifen zurückhaben will. Der wollte ihn noch anzünden heute. Warte. Der Zitteraal. Ja, dann kann ich den ja mit meinem Holz, kann ich den ja dann ordentlich malträtieren. Dann kann er zittern, wie er lustig ist. Dann gibt's heute Abend Zitteraal zum Abendessen. Nicht schlecht. Warte. Aufpassen, dass der mich jetzt hier nicht zittert. Jetzt ist er weg, scheiße. Wo ist er? Warum? Warum ist denn der jetzt weg? Das ist doch kacke. Mann. I'm escalating. Ich probiere jetzt nochmal den anderen Reifen hier oben durchzufrickeln. Mann ey, man muss ja hier echt aufpassen, wo man hintritt ey. Überall irgendwelche Viecher, die einen vergiften wollen. Das ist schlimmer als die Haie ey. Ich probiere das hier jetzt nochmal. Ja, 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 ja. Und jetzt schieben, schieben, schieben. Geht's nicht. Ja, jetzt komm, zieh, 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 zieh raus. Warum stellst du dich immer quer, Gottdammit? So kann das doch nichts werden. Noch, verdammt, noch eins. Okay, hier kann ich atmen, sehr gut. Nein, ich hänge irgendwie fest. Jetzt. Zieh und... Ach, shit. Atme mal richtig hier jetzt. Atme mal dich richtig voll und dann... Okay, ich versuche das hier jetzt nochmal. Oh ja, ja. Nein. Ja. Wenn ich ihn jetzt so nehme und reinstecke. Das ist doch groß genug. Hör doch auf. Ja. Es ist drin. Aber ich ersticke gleich. Scheiße. Ich muss kurz loslassen. Also, man kann echt sagen, das Floßfundament, das habe ich mir dann aber redlich verdient, muss ich mal sagen. Nein, das ist nicht dein Ernst. Du hängst da jetzt nicht fest. Warum? Wieso denn nur? Verdammte Scheiße, Mann. Du willst mich doch... Rollen willst du mich doch hier. Komm. Weg damit, komm. Ja. Nein. Typisch Streamer. Den ganzen Tag zocken, aber nicht mal einen Reifen durch die Tür kriegen. Weck mich doch hier. Okay, warte. Ich zieh noch mal richtig jetzt. Guck doch mal, wie der sich da verkeilt hat. Kann das sein, dass diese Reifen sehr zuverlässig hier immer die Stellen finden, wo sie sich verheddern? Ich glaube ja. Tut mir leid, ich bin leider kein linker Aktivist. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Reifen.
Es tut mir leid. Und Feuerzeug habe ich auch nicht. Es macht sich hier eh schlecht unter Wasser mit Reifen anzünden, habe ich gehört. Los, zieh doch, Mann. Hol ihn doch raus. Nimm ihn doch. Du musst ihn doch einfach nur reinziehen, komm. Gibt's doch nicht. Kann ich den nicht irgendwie in zwei Hälften schneiden und dann auf der anderen Seite wieder zusammenkleben? Das ist doch lächerlich. Wer baut denn sein Schiff so, dass er keinen Reifen durch die Tür kriegt? Verdammt nochmal. Kannst du ihn nicht zerkleinern? Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber nee, es geht glaube ich nicht. Ich kann ihn halt auch nicht drehen. The story of my life. Durch die Innentür. Scheiße, jetzt habe ich jede Tür mit einem Reifen blockiert, ey. Kommt die Polizei schon mal nicht rein, ist gut. Der erste Schritt in die richtige Richtung. Es hört sich alles so falsch an. Ja, was kann ich denn dafür, wenn er zu groß für das Loch ist? Jetzt probiere ich es nochmal hier mit. Hier hat es beim ersten Mal schon... Ja. Es ist einfach nur eine Sache, wie man ihn dreht. Wenn man ihn richtig dreht, sage ich euch, das geht. Guck, wie einfach das ist. Wenn es flutscht, dann flutscht das auch ordentlich. Dann muss ich den anderen Reifen wieder durch die Tür frickeln und... Komm, wir machen das jetzt. Ja, guck mal, ich bin der Reifen. Man muss einfach so rangehen, dass man sagt, ich bin der Reifen. Und dann geht das schon. Ich krieg hier auch gerade Auftrieb, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. So, damit habe ich schon mal den zweiten Reifen dem Schiff abgerungen. Mann, das ist ja schlimmer als Wrestling, ey. Spielbär steht im Ring. Hier. Ach Gott, bald kann ich mir ein Auto bauen, ey. Aber lass das nicht die Grünen hören. Einen Verbrennungsmotor kann ich auch bauen bald. Das ist so wie die Beschäftigungstherapie im Zoo für Affen. Ja, es funktioniert. Im Zoo funktioniert es und hier funktioniert es auch. Mann, Kacke. Okay, ich ziehe den jetzt auch nochmal darüber. Wo ist eigentlich der Aal hin? Frage ich mich. Nein! Du bist da jetzt nicht verbuggt. Was hängst du denn da, verfluchte Scheiße, nochmal? Lass los! Lass die Scheiße los! Ja, na bitte. So, jetzt dahin und dann wartest du da auf mich und ich muss kurz atmen. Ich bin gleich wieder da. Aua, ich habe mir Kopf gestoßen. Nein, ich häng fest. Scheiße. Oh Gott. Schnell raus. Erstmal mit den Haaren irgendwo festhängen in so einer Nische. So. Scheiße. Komm ich raus. Scheiße. Ja, jetzt lachen wir noch drüber. Wenn ich dann sterbe, dann heulen sie alle wieder. Vor Lachen. Oh Gott, du warst doch gerade schon auf dem richtigen Weg. Jetzt komm rein hier. Warum stellst du dich quer? Hör auf, dich quer zu stellen. Ganz Scheißding, geh rein. Gott, tu doch nicht so, als wenn du so groß bist. Scheiße. Pass auf, bestimmt stellt sich jetzt heraus, dass da irgendwo in der Nähe der Reifen ein Loch gewesen wäre, das ich besser hätte benutzen können, um sie da rauszukriegen. Irgendwo ein Loch in der Schiffswand bestimmt. Irgendein... Ich glaube, das ist mir hier jetzt... Das ist zu doof. Ohne Scheiß, das ist mir jetzt zu doof. Ich suche mir andere Reifen jetzt. Ich gehe jetzt hier nochmal rein, nach unten und suche mir andere Reifen. Hier sind ja noch welche. Guck mal. Wenn ich von jedem Stapel immer safe 2 irgendwie hier wieder rauskriege... Weil jetzt gucke ich erstmal. Oh, Kabel, jau. Hier zufällig ein Loch irgendwie, wo man das leichter rauskriegt. Oh, hier ist ein Dings noch. Oh, Rationen! Oh, scheiße, ich muss atmen. Oh, Scheuße! Scheuße, Scheuße! Okay, ich krieg's hin. Ich hab's geschafft. Ich hab's, alles gut, ich lebe noch. Ich habe Rationen gefunden. Da unten war noch eine Kiste. Ich hole erstmal die Kiste aus dem Wasser, glaube ich. Ich hole erstmal die Kiste aus dem Raum, bevor ich die Reifen bearbeite. Aber ich glaube schon, diese Luke hier ist schon die beste Möglichkeit so. Es ist halt blöd, wenn sich das so verdreht, ne? Irgendwie. Guck mal, wir schnappen uns erstmal die Kiste und dann haben wir erstmal safe wieder ein bisschen Loot. Und hier ist auch noch eine Tür. Da gibt es noch Quartiere und so. Dieses Schiff ist eigentlich noch gar nicht richtig erkundet, ne?
Muss man jetzt einfach auch mal sagen. Da gibt es ja noch Zeug, was wir finden können, durchaus. Ich muss das mal alles richtig durchsuchen, die ganzen Räume da unten. Da habe ich mich bisher noch nicht so getraut, weil ich da an der Stelle vergiftet wurde irgendwo. Mal sehen, was hier in der Kiste drin ist. Bin gespannt. Blut ist gut. Fang auch den Kabeljau. Ja, das wäre eigentlich mal eine gute Idee. Sauerstoffflasche. Ja, die will ich halt hier nicht verbrauchen, weil im Endeffekt, die können wir ja besser benutzen an anderen Stellen noch, wo wir noch tiefere Wracks haben. Jawohl, noch mehr Rationen. Nice. Warte mal, ich stecke mal die Rationen, die ich jetzt gefunden habe, die stecke ich mal da mit rein und das Dings auch. Genau, dann haben wir das schon mal. Habe ich schon mal weniger Platz im Inventar verschwendet? Ja, ach, ich glaube, wenn wir jetzt so viele Rationen finden, kann ich mich erstmal essenstechnisch auf die Rationen verlassen, oder? Bau das Floß unter Wasser und setze es dann, wenn du an Land bist. Ich soll das Floß unter Wasser bauen. Im Boot drin, oder was? Schön im Frachtraum, dann kriege ich das Floß nicht raus. Ja, genau. Beste Idee ever hier. Nee. Das machen wir nicht. Ich ziehe jetzt den Reifen da wieder raus. Ich habe einen ganzen Tag dafür gebraucht, um den Reifen da rauszuziehen, den einen. Herrlich. Guck hier jetzt, nächster. Next. Germany's next Topreifen. Topreifen. Ja, warum dreht er sich denn hier immer noch vor der Tür? Ich habe ihn doch schon richtig gehabt. Nicht jetzt. Warum zum Teufel? Warte, kann ich den schlagen eigentlich? Nee, geht nicht. Er zählt nicht als Objekt. Das ist das Blöde. Er zählt halt nicht. Da ist ein Reifen. Da ist ein Reifen. Reife Leistung, würde ich mal sagen, ne? Aber ich glaube, die entbacken sich wieder, wenn ich nur weit genug weg bin. Kann das sein? War ja gerade eben auch so. Ich schwimme mal lieber hier unten noch ein bisschen rum und gucke mich hier mal noch um. Nein! Okay, ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich die Reifensteller hier rauskriege. Es war doch klar, dass da irgendwo ein Loch sein musste. Scheißdreck. Okay, warte, ich atme nochmal schnell und dann hole ich mir da einen Reifen durch. Das war so logisch, dass da so ein Loch ist. Ich muss es nur durch die Tür kriegen jetzt. Komm. Fett durch einmal hier, komm. Ah, Mann, dass man das auch nicht drehen kann irgendwie. Das ist so... Kacke, Mann, ich muss selber atmen jetzt hier. Was ist das? Oh Gott, ich dachte schon. Beleidige die Reifen nicht. Alter! Das ist mein Reifen, ich kann damit machen, was ich will. Der Reifen ist kacke. Das ist ein Scheißreifen. Bestimmt steckt jetzt hier irgendwas in diesen Korallen drin, das mich dann wieder vergiftet. Mann, das ist doch alles eine Scheiße hier. Ich versuch's jetzt hier nochmal. Oh. Okay, der hängt jetzt auch richtig fest. Ich glaube, ich lasse das, glaube ich, sein, ey. Ohne Scheiß. Oder warte, vielleicht gibt es noch im Frachtraum irgendwo einen Reifen, den wir vielleicht irgendwie noch einfacher rauskriegen. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Scheißwitz hier mit den Türen. Könnt ihr die Türen nicht so breit bauen, dass man die Reifen da leichter rauskriegt? Toll, da ist wieder Jochen, der Rochen. Da sind Reifen. So, warte mal, hier ist doch dieser Frachtraum jetzt unten. Es wird, glaube ich, gerade schon wieder dunkel. So, hier ist ein Frachtraum. Hier ist ein Riesenloch. Ich wette, da ist es leichter, die Reifen durchzukriegen. Und hier sind Fässer, guckt mal. Ich gehe jetzt nochmal Luft holen. Und dann befreie ich mal die Fässer. Wird ja schon wieder dunkel, scheiße. Das ist nicht so einfach hier, ich kann euch sagen. Kann man das denn eigentlich kombinieren? Fass und Reifen? Hier ist der Torpedotreffer gewesen. Guckt mal. Jawohl, das geht viel leichter. Guckt euch das an. Und mit dem Fass lasse ich mich nach oben treiben. Nice. Und dann ziehe ich das einfach an Land jetzt. Wo ist mein Land? Ich sehe die Insel gerade gar nicht. Weil ich muss einfach nur hier lang, glaube ich. Ja, da hinten ist mein Floß. Alles gut.
Das ist leicht. Das ist so leicht gewesen gerade. Das ist leichter als dieses ganze Rumgefrickeln mit der Tür. Ah! Was ist da gerade passiert? Okay, egal. Das hinterfragen wir nicht. Das hinterfragen wir nicht. Irgendwas ist passiert. Ich bin hochgeschnipst irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ich war plötzlich auf dem Boot. Such nach Kugeln. Ja, habe ich schon. Ich habe schon Kugeln. Ich will jetzt alles sammeln, was ich für einen Floß bauen kann, brauchen kann. Warte. Wirst du wohl nicht wegrollen, du blödes Fass. Geh mal hier hinten hin. Da können wir uns auch so ein Dings bauen. Warte mal, hier so ein Räucherofen. Hier, warte. Hobo-Ofen. Hier so ein Hobo-Ofen. Was brauche ich denn für so einen Steinring? 3 Steine und ein Lagerfeuer. Okay. Können wir da nicht einfach das abreißen, was wir schon gebaut haben? Ich nehme jetzt eine Ration zu mir. Warte. Wo ist eine? Irgendwo ist eine. Ich habe sie irgendwo reingesteckt. Ich weiß. Nom. Om nom nom. Warte, wie sieht es bei meinen Pflanzen aus? Sieht gut aus. Okay. Können wir mal eine Nacht drüber schlafen, würde ich sagen. Mal speichern. Und mal schlafen. Hahaha. Nicht schlecht. Ah, hat sich doch schon jetzt gelohnt. Guck mal, Tag 10 habe ich freigeschaltet. Nicht schlecht. Oh, so, jetzt baue ich einen Hobo-Ofen. Warte mal, wir haben... Wie viele Steine brauche ich nochmal jetzt für den Steinring? Warte. 3. Ah, guck mal, die haben wir doch hier. Jetzt brauche ich nur genug Holz für ein Feuer. Da suche ich jetzt mal hier, ob Strandgut angeschwemmt wurde. Manchmal ist ja Strandgut am Start. Hier, guck mal, zum Beispiel hier. Das ist zwar kein Strand, das sind ja schon die 3 Dinger. Das sind sie doch schon. Warte, dann schmeiße ich das jetzt hier hin. Genau. So, und jetzt hole ich mir hier drüben das Fass. Und dann kann ich das schon machen, glaube ich. Dann kann ich den Hobo-Ofen machen. Der ist bestimmt besser. Ha! Ah! Oh Gott, warte. Da, guck! Moving up, jawohl. Ich habe einen Hobo-Ofen. Guckt euch das doch an. Jetzt kann ich meine Schwarten immer schön auf den Rost packen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht schlecht. Hat sich doch schon mal gelohnt, das Fass daraus zu friemeln. Dann lasst uns doch den Hobo-Ofen gleich mal einweihen, würde ich sagen. Wir haben doch hier noch irgendwo eine Krabbe gehabt, die so rumgekrabbt ist. So, hier, häuten. Heute, meine lieben Freunde, heute. Heute baue ich, morgen back ich, übermorgen fällt mir auch was ein. Nicht schlecht. Hier, so, jetzt mach mal Feuer an. Ich reibe jetzt mein Holz schnell hin und her, damit da ordentlich was kommt. Boah, jawoll, da zündet das gleich richtig hier. So, und jetzt gib mir den Schwarte hier und dann pack die Schwarte da oben drauf. Geht irgendwie nicht. Warum geht denn das nicht jetzt? Ah, jetzt doch. Hä? Wie sinnlos und bescheuert ist das denn bitte? Warum kann ich das nicht einfach da oben drauf legen? Hä? Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich doch das da reinstecken. So. Das ist ja dämlich. Was bringt mir jetzt der Hobo-Ofen, wenn ich das Fleisch da nicht drauf packen kann? Toll, habe ich jetzt das Fass verschwendet oder was? Ist nur für einen Look oder was? Oh Mann, ey. Ganz klasse Aktion. Das ist doch dämlich jetzt irgendwie, oder? Also so ein bisschen dumm ist das schon. Tippt da eh wieder einen Stock. Der Pfosten. Naja, dann trinke ich jetzt erstmal ein bisschen was. Und ich glaube hier, genau, hier habe ich ja noch Fasern. Die stopfe ich jetzt erstmal gleich hier rein. Das ist so sinnlos, oder? Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Muss ich da noch irgendwas anderes machen, damit der funktioniert? Damit ich den so benutzen kann, dass ich das Fleisch da auch drauflegen kann, richtig. Weil sonst ist das ja echt der sinnloseste Ofen, den ich je gesehen habe. Also wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das natürlich immer gerne schreiben, ne? Wenn ihr wisst, was ich da falsch gemacht habe jetzt. Weil irgendwie ist das sinnlos.
Vielleicht habe ich die IKEA-Bedienungsanleitung nicht gelesen. Ich hätte die Bauanleitung von IKEA hätte ich richtig lesen müssen wahrscheinlich. Da wäre das nicht passiert. Asche auf mein Haupt. Der Hoboofen muss separat stehen, nicht auf dem Lagerfeuer. Hä, aber ich kann den doch gar nicht separat bauen, dass der separat steht. Wie soll ich das denn machen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch ein Bauplan. Zu dem Bauplan vom Hoboofen gehört doch, dass der auf dem Feuer steht. Das steht da auch so drin. Sonst kann ich den doch gar nicht machen. Jetzt, weil das Geile ist, es ist jetzt so komisch, dass ich nicht mal sehe, ob mein Essen jetzt gar ist oder nicht. Weil ich es nicht anvisieren kann richtig. Weil jetzt ja der Ofen im Weg ist. Ist irgendwie ganz schön sinnlos, der Hoboofen. Was steht denn da dabei? Steht da eine Beschreibung? Nee. Jetzt komme ich an mein Essen nicht mal ran. Laut Wiki musst du das Essen mit gedrückter rechter Maustaste ablegen. Ja toll, warum sagt mir das Spiel das denn nicht? Verdammte Scheiße, wie soll ich das denn wissen? Ah Mann. Okay, warte, dann jage ich mir jetzt nochmal was. Ah, das sind manchmal so die Sachen, die mich aufregen bei solchen Spielen. Warum wird das nicht gesagt? Warum wird das nicht gesagt? Könnt ausrasten. Sardine häuten und dann packt mal die Sabine jetzt da oben drauf. Oh, das ist disgusting. Mit gedrückter rechter Maustaste. Klappt nicht. Geht nicht. Park 10. Ja, nice. Immerhin. Es klappt nicht. Ich kann ihn nicht benutzen. Vielleicht musst du die Türe nicht mehr häuten und einfach drauflegen. Ja, aber das geht ja nicht. Ich muss die ja häuten, um die vom Speer abzukriegen. Oder kann ich die auch... Toll, das ganze schöne Fleisch, ey. Was für eine Verschwendung, ey. Das Fleisch auf den Boden legen. Dann kannst du es drauflegen. Wie? Ach so, ja. Als Physikobjekt. Okay, das ergibt Sinn, ja. Wo ist jetzt das andere hier? Warte. Ja, aber das wäre mal nett zu wissen halt, ne? Dass das so geht. Warum wird das einem nicht erklärt? Das ist doch doof. Also das muss einem doch erklärt werden. Also ja, das muss man doch wissen. Man kann es ja nicht wissen. Kleinfischfleisch. Ich bin gespannt. Es wirkt aber schon so, als wenn es sich verändert, oder? Es sieht schon ein bisschen brauner aus als vorher. Mal gucken, ob es das Ping-Geräusch auch macht. Ich habe von dem anderen Fleisch auch noch keinen Ping gehört. Das mit dem Fisch auf dem Ofen war einfacher als den Reifen aus dem Boot holen, ja. Ich glaube, nichts toppt diese Aktion mit dem Reifen aus dem Boot holen, ey. Ha! Ja, aber welches ist es jetzt? Welches ist jetzt fertig? Ich probiere einfach aus. Das sieht fertig aus, komm. Ja, das war offensichtlich gut. Ja, und dass das da jetzt drin ist, das kriege ich nie wieder raus. Das wird mich für immer an meinen Fehler erinnern. Das Fleisch, was da jetzt drin verkohlt. Vielleicht kriege ich ja irgendwann Holzkohle dabei raus. Das hat alles wieder länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe. Aber so ist das. Manchmal dauert es länger. Wenn es mal wieder länger dauert. Schnapp dir eine Sardelle vom Hobo-Grill, vom Hobo-Ofen. Das sieht doch schon so richtig schön versifft aus hier, ne? Da könnt echt glauben, ich will ja Polizeibarrikaden bauen irgendwie. Ja, was soll ich machen, ne? Als Berliner, da macht man das halt. Da hat man das im Blut. Da sucht man immer schon instinktiv nach irgendwelchen Reifen und Tonnen, die man anzünden kann. Damit man sich schon mal vorbereiten kann aufs Schlimmste. Hervorragend. Wenn euch dieser kleine Auszug aus meinem Strandurlaub-Tagebuch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Stranded Deep, sondern auch zu anderen Projekten. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen wie Stranded Deep, aber auch andere Spiele. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ich bekomme einen prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr gute Unterstützung. Vielen Dank, wenn ihr das schon gemacht habt und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!